Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier gerade am LG-Stand auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona. Und LG hat hier das LG Optimus 4X HD vorgestellt. Ihr erstes Quad-Core-Smartphone mit Nvidia Tegra 3 Chip. Und ja, ich lese euch mal ein bisschen von den technischen Daten vor. Also wir haben hier erstmal ein 4,7 Zoll True HD IPS Display. Auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera mit LED-Licht, vorne eine 1,3-Megapixel-Frontkamera. Und dann haben wir hier noch einen 2150 mAh Akku drin. Dafür ist das Gerät schön dünn, dafür, dass es so einen großen Akku drin hat mit 8,9 mm. Liegt auch ganz gut in der Hand, ist hinten aus Kunststoff, aber hat hier so eine schöne Struktur drauf. Aber er fühlt sich halt immer noch sehr komisch an, weil es halt einfach nur Kunststoff ist. Vielleicht hätten sie hier Leder einbauen können oder so. Das hätte schön ausgesehen, ja. Schauen wir uns das mal von allen Seiten an. Also wir haben hier eingebettet die Lautstärketaste. Micro USB. Dann hier oben den Power-Button. Und natürlich läuft hier Ice Cream Sandwich drauf. Aber ihr seht, obwohl es wahrscheinlich für Ice Cream Sandwich gemacht wurde, haben wir hier immer noch diese Touch-Buttons, die eigentlich für Android 4 nicht mehr vorgesehen waren. Also, das LG Optimus 4X HD hier auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona.